Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, und damit herzlich willkommen zu Teil 3 von insgesamt, ja, 3 Teilen. Ja, das ist der dritte und damit auch der letzte Teil von Made in China. Und ja, ich zeige euch jetzt die SD-Karten. Ja, das andere sind die kostenlosen Produkte, die ich in Teil 2 ja, euch gezeigt habe. Jetzt in Teil 3 halt nicht vorkommt, weil ja, coolerweise ist tatsächlich jetzt schon halt das erste, was ich auspacke, das kostenpflichtige Produkt. Und das sind diese SD-Karten, die ich jetzt hier auspacke. Diese haben insgesamt 2 Euro gekostet und ja, ziemlich nice. Ist so ein, auch so ein Adapter dabei, um das Ganze dann dementsprechend die SD-Karten dort rein zu klatschen. Das ganze Zeug soll insgesamt wie groß sein? 8 GB, also ziemlich nice. Werde ich mal ausprobieren und werdet ihr in der Zukunft eventuell auch im Einsatz sehen. Und ja, ich werde eventuell nochmal ein kleines Testvideo machen, wo wir mal China-Produkte testen. Ja, vielleicht gibt es dann doch noch einen vierten Teil von der 10. Folge. Doch, würde ich jetzt schon machen für eine Testfahrt, wo ich mal alles testen werde. Ja, ich lege das Ganze mal hier hin. Ich lege mal den ganzen anderen Kram hier weg. So, dann haben wir hier schon mal das Produkt vom ersten Teil. Gut, und dann jetzt, ja, das Ganze war es auch schon mit dem Video. Ich werde das jetzt noch ganz auspacken für Teil 2, also ist ein bisschen merkwürdig, wenn ihr das jetzt wahrscheinlich seht, aber na gut. Gut, nichtsdestotrotz, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über ein Like freuen. Und wenn ihr weiterhin auf dem Kanal was wollt, könnt ihr natürlich auch abonnieren. Ich bin raus. Ciao, Leute.